20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu EAFC Mobile 24. Ich habe mir gerade den Star Pass geholt und wir werden uns heute den kompletten Star Pass, boah, jetzt bin ich ins Mikrofon gekommen, den kompletten Star Pass holen. Ich starte direkt und die ganzen Spielerpacks, die werden wir einzeln öffnen. Und nachdem ich die Spielerpacks geholt habe, werde ich alles einsammeln klicken. Aber die Spielerpacks öffne ich gerne immer selber, sodass wir die Walkout-Animation jedes Mal sehen. Das finde ich immer ganz geil. Deswegen machen wir das so. Hier kriegen wir als erstes noch den Vinicius Junior. Die können wir alle verkaufen. Auch einen Phil Foden werde ich verkaufen. Das ist der Plan, den ich hier heute habe. Dann hier noch die Dudex oder der Dudek, was auch wichtig ist für das Team. Zwar jetzt nicht sofort, sondern eher, sage ich mal, auf lange Sicht sind die Dudex wichtig für mich. Zack. Und ich glaube, wir kriegen es gar nicht richtig komplett durch, sondern müssen, ja, ist ja bis Level 60, das dauert dann schon nochmal ein bisschen. Zack, 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 zack. Und jetzt muss ich in die Schatzkiste. So, wir machen dann mal weiter. Bub, Level 47, 48. Da hinten kommt der nächste Mascherano, den man dann natürlich überragend fürs Level trainieren nehmen kann. Oder Rangaufstieg besser gesagt. Zack. 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 Und zack. So, ich bin gespannt, wo wir oder was wir für Spieler ziehen. Phil Foden werde ich auch direkt verkaufen, genauso wie Vinicius Junior sind für mein Team unrelevant. Wie viel bringt er derzeit noch? Weiß ich gar nicht. 6,9 Millionen, das ist natürlich dann trotzdem sehr, sehr nice noch. 6,9 Millionen Münzen. Vinicius, weiß ich auch nicht, was der aktuell noch an Münzen bringt. Werden wir gleich sehen. Erstmal die Walkout-Animation. Brasil. Na, 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 na. Vinicius bringt auch 6,9 Millionen. Was? Also wär nice, wenn wir da nochmal die Münzen kriegen. Und es sieht wohl so aus, als wären wir die Münzen so bekommen. Sehr nice. Zack. Das heißt, wir landen hier easy peasy bei 215. Vinicius raus, 6 Millionen. Foden ist raus, zack. 215 Millionen Münzen, Junge. Das ist geisteskrank. Und das alles, was wir uns abholen. Und vielleicht kriegen wir auch noch einen guten Spieler. Spielerchen, so 65 bis Ding muss ich nicht einzeln abholen, aber so 80 bis 89 hole ich mir mal ab. Bin ich gespannt, was wir sehen. Nochmal 80 bis 89, EA, bitte. Okay. 80 bis 89, auf ein neues. Bitte, EA. Ja, schon besser. Norwegen. Ødegaard. Martin Ødegaard, der ist auch nochmal seine 2, 3, 89er Martin Ødegaard, Junge. 4,5 Millionen. 4,5 Millionen Münzen, Junge. G fucking G's. Sehr nice. 80 bis 89 hier auch nochmal. Kein Walkout. Ah, nicht der Rede wert. Good day. Habe ich irgendwas übersehen oder kann ich mir jetzt alles abholen? Außer das letzte Pack, das öffnen wir natürlich auch noch. Einzeln. Ja, das öffnen wir auch noch einzeln. 83 bis 92, also bitte, EA, komm, 90 plus, gönn. Walkout. Portugal. Ich kann das alles nicht mehr. Nochmal Walkout. Was ist das denn jetzt hier, eine Icon? Eine Hero. Achso, Mascherano. Oh, ich bin so dumm. Ja, natürlich Mascherano. Also das war gerade richtig lost. Das war gerade richtig lost. Ich dachte wirklich, wir haben eine Icon gezogen. Ja, moin, einfach getrollt von EA. Von EA höchstpersönlich wurde ich getrollt. Huhu. Huhu.
Aber wir können Ødegaard nochmal verkaufen. Das ist der Sprung auf 220 Millionen müssten es sein. 4,7, ja, ich denke, das könnte ausreichen. Upp. Ja, reicht aus 220 Millionen Münzen, Leute. Wir werden kriegen immer mehr und 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 immer mehr mehr Münzis. Münzis, 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 Münzi, 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 Münzis, Münzis, Münzi, Münzis, Münzis. Gut, dann machen wir zum Abschluss noch ein schönes Börsenangriffsspiel. Habe ich jetzt schon wieder ein paar Tage länger nicht gespielt hier live in der 20 Uhr Folge. Und da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal, also da muss ich mich auch mal ein paar Stunden ransetzen und hier, ja, die Fans einfach hochzocken. Mit dem 91er Team sollte ich mindestens das Doppelte an den Fans haben, glaube ich. Also nicht nur, ja, wahrscheinlich sogar noch mehr. Aber gucken wir mal. Jetzt erstmal gegen Kevin versus Angriff datteln. Wenn es funktioniert. Wenn es Laden tut. Tut, tut. Laden tut. Tut, tut. Laden tut. Tut, tut. Was ist da los? Also lange hat es hier noch nie rumgeladen. So. Jetzt sitze ich auch ein bisschen besser in der Facecam. Oder? Ja. So, Kevin ist da. Was hat Kevin für ein Teamchen? Kevin hat einen 86er mit Vial im Sturm, mit Ronaldinho, mit Vinicius. Gar nicht so verkehrt, aber meine Guess ist natürlich besser und somit habe ich bessere Chancen. Und somit sollte das eigentlich eine relativ eigenseitige Angelegenheit werden, sagte ich. Und R9 mit dem Ersten. Und Vinicius mit dem Ausgleich. Digga. Fratesi. Fratesi ist unser Held. Fratesi ist unser Held. Fratesi, 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 Fratesi ist unser Held. Hopp. Wenn R9 das jetzt macht, dann müsste es eigentlich gewesen sein. 4 Tore Vorsprung, müsste eigentlich durch sein, die ganze Schäse hier. Bam, 9:4. Sah am Anfang relativ eng aus, weil ich die Chancen nicht genutzt habe und der Gegner, also Kevin, hier ganz gut gespielt hatte. In den ersten Sekunden oder in den ersten Angriffen und so. Aber jetzt hier natürlich eindeutig 10:4, R9, bupp. Ja, okay, den hält er easy peasy fest. 10:4. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein für die heutige 20 Uhr Folge. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüssi.